Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und dieses Video wird etwas anders als das, was ihr kennt auf meinem Kanal. Denn dieses Video ist in Kooperation mit der chemischen Industrie entstanden für die Reihe Deine Chemie. Und was das bedeutet, das seht ihr jetzt. Ganz viel Spaß! Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, war ich gerade richtig schön ausgiebig shoppen, unter anderem für mich, aber auch was für meine Wohnung. Und falls ihr Bock auf einen Haul habt, dann stimmt hier unten mal ab und wenn ihr Bock habt, da mache ich einen. Hallo? Was war das denn jetzt? Ich bin echt nicht mehr im Park. Was ist das für ein Tag? Wo bin ich denn hier? Und jetzt? Hallo? Ach, wie schön. Seid ihr meine neue Zofe? Ja, bist du. Wo bin ich hier? Was ist gerade passiert? Entschuldigt mal bitte. Ich bin natürlich das Burgfräulein hier. Okay. Was für wunderliche Kleider ihr tragt. Kommt ihr aus einem fernen Land? Aus Deutschland? Ihr müsst mir unbedingt helfen. Mein Prinz wird bald hier sein und ich habe keine Zeit mehr. Ein Date? Ja, okay, ja, cool. Dann, ich habe gerade eh nichts zu tun und war gerade einkaufen. Dann, wie viel Zeit hast du denn? Es ist beinahe soweit. Okay, dann setz dich am besten hin. Und, Bock auf Musik? Was? So. Dann fangen wir doch direkt mal mit den Haaren an. Aber lange nicht mehr gekämmt, oder? Ja. Ach, das kriegen wir hin. Beim Entwirren von verknoteten Haaren helfen spezielle Bürsten mit unterschiedlich langen Borsten. Sie bestehen aus thermoplastischen Kunststoffen von der Chemie, wie etwa Polypropylen oder ABS. Dadurch sind sie flexibel und gleichzeitig stabil. Diese Bürste bringt den wirrsten Haarwuchs wieder in Ordnung und das ganz ohne Ziepen und Reißen. So, dann sind wir jetzt auch schon fertig. Gefällt's dir? Ja, es ist wunderschön. Danke. Sehr schön. Du, willst du das Kleid eigentlich anlassen oder was anderes anziehen? Nun, ich... Wie wär's denn hiermit? Ah, aber das ist ein bisschen dreckig, leider. Ja, da sagst du was, meine Gute. Ich habe schon aus allen Herrenländern Spezialisten kommen lassen. Aber niemand konnte mein wunderbares Kleid retten. Ah, da habe ich was für dich. Und zwar ein Mittel, mit dem dein Kleid garantiert wieder sauber wird. Das kann ich dir nicht glauben. Aber gut. Ich rufe meinen Kammerdiener und du wirst ihm dann erklären, wie du die Flecken aus dem Kleid rausbekommen möchtest. Ihr habt geläutet, eure Durchlaucht? Ja. Diese Maid hier behauptet, sie könnte unser Problem mit dem Kleid lösen. Genau. Ich war gerade sowieso einkaufen, jetzt bin ich ja hier gelandet. Das ist Waschmittel. Waschmittel beinhalten Enzyme. Diese biotechnologisch hergestellten Eiweißkörper sind hochspezialisierte Saubermacher. Jede Enzymgruppe löst unterschiedliche Verschmutzungen. Die eine spaltet fetthaltige Verbindungen, die andere zerlegt Stärke- oder eiweißhaltige Flecken. Manche Enzyme glätten sogar Baumwollfasern und frischen deren Farben wieder auf. Ach, einfach mit den Spülbecken geben und ordentlich schrubben. Du machst das schon. Alles klar. Wir machen jetzt weiter. Make-up! Was hast du denn so? Das ist mein Puder. Schön, schön. Ich habe ein bisschen mehr. Yeah, yeah. Underrated, underrated, we the underdogs, underestimated. Underrated, underrated, we the underdogs, underestimated. We don't. Yeah, yeah. Erzähl mir mal,
mal was von deinem Traumprinzen. Er ist ein ehrbarer Prinz mit glänzender Rüstung, hoch zu Ross. Er hat ein tolles Schloss und er wird mich auf Händen tragen. Oh, das hört sich mega süß an, aber warte. Jetzt bist du fertig. Das muss Hexenwerk sein. Es ist wie neu. Eine Hexe, eine Hexe. Und wenn der Teufel selbst mein Kleid wieder sauber bekommen hätte. Ich bekomme meinen Prinzen. Jetzt scher dich raus. Oder am besten selber gleich zum Teufel. Jawohl, eure Durchlaucht. Verzeiht eure Durchlaucht. Also, der Prinz soll mich erobern. Also nicht meine Burg natürlich, nur mein Herz. Toll wäre, wenn er vorher noch einen Drachen oder sowas tötet, um mir zu zeigen, dass er es wirklich ernst meint. Außerdem sollte er neben seinem normalen Schloss noch ein Ferienschloss besitzen, irgendwo im Süden. Eine schöne Kutsche wäre auch toll, aber nicht so etwas Prolliges. 4 PS reichen mir. Tada! Wow, du siehst echt heiß aus. Heiß? Meinst du, ich habe Fieber? Oder Tuberkulose? Nein, 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 nein. Ich meine schick, elegant. Sehr gut. Ach, danke. Du bist wahrlich wie eine gute Fee. Dankeschön. Aber ich habe noch eine Sache für dich. Noch mehr? Ja. Oh nein, wie es aussieht, habe ich die Haargummis vergessen. Aber ich habe was anderes. Das ist eine Strumpfhose. Wenn ich die zerschneide, kann ich daraus Haargummis basteln. Feinstrumpfhosen bestehen überwiegend aus Polyamid. Die feine Chemiefaser ist leicht, sehr reißfest und angenehm zu tragen. So, bleib stehen. Anschmiegsam wird die Strumpfhose durch beigemischtes Elastan. Diese äußerst dehnbare Chemiefaser sorgt für den hautengen, perfekten Sitz. So, und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch... Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar hinunter. Das war mein Stichwort. So, es wird jetzt aber auch langsam Zeit zu gehen. Oh mein Gott, was war das denn? Erstmal schnell nach Hause. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat, denn es war ein mega witziger Dreh und vielleicht konntet ihr die ein oder anderen Dinge ja durch die Chemie jetzt noch mehr lernen. Aber nochmal vielen lieben Dank an die chemische Industrie für die Kooperation, für die Reihe Deine Chemie. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Mehr Infos dazu findet ihr aber auch nochmal in der Infobox. Und unter anderem haben auch mitgemacht Malwanne, Fresh Torge und die Real Life Guys. Die haben nämlich auch ein Video gedreht mit Deine Chemie. Und das findet ihr auch alles unten in der Infobox. Ihr könnt euch diese Videos auch sehr gerne anschauen. Und das war's dann jetzt auch schon. Und wir sehen uns dann ganz, ganz, ganz bald wieder. Fühlt euch alle geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!